kann das denn sein? Achso, du bist das, Julio. Sophie, iru kai? Ah, Sophie, bist du da? Ah, Julio-san, dou shitan desu ka? Oh, Sir Julio, brauchst du was? Ja, taishita yō janai da. Chotto kikitai koto ga atte ne. Oh, es gibt nichts Besonderes. Ich wollte dich nur eine Sache fragen. Kikitai koto? Nan de shou? Und das wäre? Sophie wa Renkin-Jutsushi no Kōnin-Shiken ni tsuite shitteiru kai? Kennst du vielleicht die offizielle Alchemisten-Lizenzprüfung? Kōnin-Shiken desu ka? Ie, hajimete kikimashita. Nee, von einer Lizenzprüfung habe ich noch nie gehört. So ka. Nandemo Reisenbergu toiu machi de hirakarete iru mono rashikute ne. Ah, ich verstehe. Anscheinend wird sie immer in einer Stadt namens Reisenberg abgehalten. Und wenn du die Prüfung bestehst, wirst du eine offizielle Alchemistenlizenz erhalten. Und die Lizenz dient dann als Beweis, dass du eine Alchemistin mit besonderen Fähigkeiten bist. Zumindest habe ich das so gehört. Ach, dass es sowas gibt? Ja, ich würde schon gern mal sehen, wie meine Fähigkeiten so im Vergleich abschneiden. Ja, ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Allerdings ist die Stadt, wo die Prüfung abgehalten wird, ziemlich weit fort von hier. Wenn du dorthin willst, musst du dich entsprechend vorbereiten. Ah, ich verstehe. Ja, vielen Dank. Oh, kein Grund, mir zu danken. Ich wollte es dich einfach nur wissen lassen. So, aber ich muss jetzt wieder aufbrechen. Wir sehen uns dann später. Eine offizielle Lizenzprüfung für Alchemisten. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Ja, deine Zeit war ja auch vor 500 Jahren, oder? Da bin ich gar nicht so überrascht. Ja, das stimmt auch wieder. Also, was hast du jetzt vor? Ja, ich bin schon sehr interessiert. Ich möchte wissen, wie meine Fähigkeiten im Vergleich abschneiden. Meine einzige Sorge ist nur, wie weit weg der Prüfungsort von hier ist. Was mache ich denn da? Und nochmal wieder nachdenken, nehme ich mal an. Genau, machen. Denken wir nochmal nach. Ich glaube, jetzt sich einfach hier ins Bett zu legen, reicht nicht. Oder vielleicht reicht es, wenn man sich ins Bett legt für ein paar Tage und dann aus dem Atelier rausgeht und wieder rein. Das kann schon sein, dass das reicht. Na, das hat jetzt noch nicht gereicht. Dann will ich es jetzt nochmal probieren. Na doch, jetzt hat es gereicht, sich ins Bett zu legen. Reisenberg. Das ist echt weit weg. Und genau wie Sir Julio sagte, muss ich mich gründlich auf so eine lange Reise vorbereiten.
長旅になるよね。ん？旅？ Das würde echt lange dauern. Warte mal, eine lange Reise? Omoizuita! Ja, ich hab's. Leisenberg に試験を受けに行って、クラフターを人間にするための材料を集める。Ich kann doch die beiden Sachen miteinander verbinden. Während ich nach Reisenberg zur Prüfung reise, kann ich inzwischen die Materialien sammeln, damit Plachta menschliche Form bekommt. Genau, das ist doch super effizient. Ha, das hast du schlau gemacht. Tja, eine gute Idee ist es, aber ich werde wahrscheinlich für lange, lange Zeit nicht zurück nach Kirchglöckstedt kommen. Und wo ich so drüber nachdenke, war ich auch noch nie so lange aus der Stadt fort. Ich frage mich, ob ich draußen überhaupt zurechtkomme. Aber es gibt keinen Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. In Zeiten wie diesen spricht man am besten mit anderen darüber. Wer wäre denn da wohl am besten geeignet? Monika? Ja, mit der wäre schwer zu reden. Naja, und dann halt Oscar und Sir Julio, denn er hat das Ganze hier überhaupt angestoßen. Und dann noch jemand, der ohnehin ans Reisen gewöhnt ist, wie zum Beispiel Logi. Ja, ich werde jetzt mal losgehen und mit denen reden. Na gut, dann gehen wir mal. Wir gehen auch zu Fuß, nehmen jetzt nicht die Schnellreise. Rennen kann ich immer noch nicht. Wie kann man denn noch mal sehen, was sich so grafisch getan hat zwischen Atelier Sophie und Atelier Firis? Sophie war ja das allererste Spiel, was auch für die PS4 rausgekommen ist. In Japan ja auch noch für die PS3. Julio-san! Ja, boku ni nanika yō kana? Oh, hallo Sophie. Möchtest du etwas von mir? Hai, chotto kikitai koto ga atte. Ja, ich würde dich gern mal was fragen. Julio-san tte, kokyō kara hanarete koko ni kiteru wake janai desu ka? Um aus deiner Heimat hierher zu kommen, bist du doch unheimlich weit gereist, oder? Hast du da nicht ein bisschen Heimweh? Ja, schon ein wenig. Natürlich würde ich meine Heimat gerne wiedersehen. Aber das bedeutet ja nicht, dass es ein schmerzhaftes Gefühl ist. Und es bedeutet auch nicht, dass ich mir jetzt wünsche, dass ich jetzt sofort nach Hause könnte. Ach, tatsächlich? Ja, während ich reise, treffe ich viele Leute und mache neue Entdeckungen. Und so ist es halt momentan, dass die Spannung und das Neue an dem Reisen momentan überwiegt gegenüber dem Gefühl, dass ich wieder nach Hause möchte. Oh, verstehe. Grübelst du gerade nach wegen der Lizenzprüfung, die ich erwähnt habe? Ja, so lange bin ich ja noch nie zuvor gereist.
そうだね。一つ言えるのは、旅は君にとって必ず貴重な経験になるってことかな。Ja, wenn du mich da nach meiner Meinung fragst, glaube ich, dass eine Reise eine wertvolle Erfahrung für dich wäre. 今まで長旅をしたことがないならなおさらだ。故郷を離れてみて初めてわかることもあるしね。Umso mehr, da du ja noch nie zuvor auf einer langen Reise warst. Und das wirst du dann auch begreifen, sobald du, oder du wirst viele Dinge begreifen, wenn du dein Zuhause verlässt. So, desu yo ne? Arigatou gozaimasu. Ja, da hast du recht. Vielen Dank. Ja, ja. Ma, ketsudan suru no wa kimi da kara ne. Yukkuri kangaete miru to ii yo. Ach, das ist doch überhaupt kein Problem. Aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Denke sorgfältig drüber nach. Okay, dann haben wir mit ihm geredet. Jetzt habe ich mich doch, glaube ich, verlaufen, oder? Kommen wir daher? Ich glaube, da komme ich her. Nee, ach, hier ist die, der Café-Bezirk. Mit Leon, wo ich immer noch nicht ihren richtigen Namen weiß. Weil ich den wieder vergessen habe. Mit wem sollen wir jetzt überhaupt reden? Ach so, genau, mit Logi. Der war hier lang. Ich meine rechts jetzt, oder? Logi, da es gibt da was, was ich dich fragen möchte. Oh, du willst mich was fragen? Geht es um Waffen? Nein, eigentlich nicht. Es geht ums Reisen. Ums Reisen? Willst du etwa verreisen? Ja, ich denke gerade drüber nach, aber ich habe schon Bedenken. Ich war noch niemals zuvor so weit von meiner Heimatstadt weg. Und deshalb mache ich mir Sorgen, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine Reise zu machen. Ach, du wirst prima zurechtkommen. Reisen ist etwas, an was man sich gewöhnt. Außerdem bist du doch dauernd draußen, um Materialien zu sammeln. Und Reisen ist im Prinzip das Gleiche. Man könnte also sagen, dass du schon sehr ans Reisen gewöhnt bist. Aber fühlst du dich nicht irgendwie mal einsam, wenn du weit von der Stadt weg bist? Das kommt auf die innere Einstellung an. Ich persönlich sehe es ja als Teil des Reisespaßes an. Wie meinst du das denn? Ich erinnere mich dann an die Gesichter von Menschen und frage mich, was die jetzt wohl gerade machen. So sreba, zugi ni sono hito ni atta toki, saikai no yorokobi ga issou tsuyoku naru daro. Und so, wenn ich sie denn das nächste Mal wieder sehe, freue ich mich umso mehr. Ups, einmal weggedrückt. Okay, so kann man es natürlich sehen. Ich versuche mal, ob ich das jetzt wieder bekomme, indem ich mal Quadrat, Dreieck drücke. Nee. Ich weiß nicht, ob man den alten Text wiederkriegen kann. Nö, gibt es jetzt ja, Options-Knopf? Nee. Okay, sorry. Ah. あくまで考え方の一つとして
覚えておいてくれると嬉しい。Ja, es ist halt nur eine Art und Weise, wie man die Sache sehen kann. Aber ich würde mich freuen, wenn du daran denkst. Okay, hab's verstanden. Wenn du noch weitere Fragen zum Reisen hast, kannst du jederzeit vorbeikommen. Tja, dann bleiben noch Monika und Oskar. Damit ich mich nicht verlaufe, nehme ich jetzt doch mal die Schnellreise. Keiner mehr da. Achso, Monika. Okay, dann machen wir es so. Und gehen jetzt hierhin wieder zurück. Jetzt ist Monika dann ja im Café. Um abends da zu singen. Nee, ich wollte dich jetzt nicht singen hören. Okay, dann machen wir es anders. Dann gehe ich zum Atelier zurück. Und dann ruhen wir uns bis morgen früh aus. Und gehen dann zu Monika. Nee, die war hier, ne? Ara. Hä? Ach nee, genau, wir hatten ja gesagt, Monika, mit der wir hart zu reden. Müssen wir gar nicht mit ihr reden. Ja, ja, klar, alles klar. Also bleibt nur noch Oskar. Hey Oskar, ich will dich mal was fragen. Oh, bereitet dir irgendwas Kummer? Ich höre gerne zu. Okay, dann fangen wir mal an. Also falls, und ich meine wirklich nur falls. Oskar ga kono machi o hanarete toku made tabi o suru koto ni nattara. Falls du diese Stadt verlassen würdest, um wirklich weit weg zu reisen, was würdest du dann tun? Was ich dann tun würde? Nichts Besonderes. Nur Spaß an der Reise haben, denke ich. Aber würdest du dich denn nicht einsam fühlen? Du würdest mich und Monika denn gar nicht mehr wiedersehen. Ja, ein bisschen einsam wäre ich dann schon. Aber irgendwann würden wir uns dann ja doch wiedersehen. Und wenn ich dich denn unbedingt wiedersehen wollte, dann könnte ich ja einfach umdrehen und zurückreisen. Das ist jetzt keine Sache, über die ich groß lange nachdenken würde. Das stimmt allerdings. Ich glaube, da hast du recht. Was, aber jetzt sag mir nicht, dass du vorhast, auf eine Reise zu gehen. Ich weiß noch nicht. Ich denke nur drüber nach. Ich weiß. Wenn du auf eine Reise gehst, dann werde ich dich einfach begleiten. Was, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Was meinst du, was ich da alles für Pflanzen treffen könnte auf der Reise? Ja, das klingt nach einem Grund, weswegen du mitkommen würdest. Sorry, Sophie ist ein bisschen abnackig.
Außerdem wäre es ja gefährlich, wenn du alleine reisen würdest. Aber ich glaube nicht, dass du dir allzu viel Sorgen machen müsstest, wenn du jetzt tatsächlich auf eine Reise gehen wolltest. Ja, da hast du recht. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ja, kein Problem. Jetzt habe ich so viele Leute gefragt, aber ich kann immer noch keine Entscheidung fällen. Hm, ist das nicht Pamela? Oh, schön. Ich dachte, du wärst nicht zu Hause, also wollte ich gerade wieder gehen. Oh, tut mir leid deswegen. Ich hatte ein paar Dinge zu erledigen. Aber warum bist du überhaupt hier? Ach ja, ich habe etwas sehr Nostalgisches gefunden. Und das wollte ich dir zeigen. Nostalgisch? Ja, das hier. Was ist das denn? Eine Art Notiz. Warte mal, das ist eine Alchemistenlizenz. Ramisel? Ist das die von meiner Oma? Ja, genau. Vor langer Zeit hat Ramisel das an der Kirche gelassen. Ich habe neulich sauber gemacht und es dann gefunden. Dann frage ich mich, wie viele Jahrzehnte du an dieser Stelle vorher nicht sauber gemacht hast. Ja, das klingt ganz nach Oma. Eine Alchemistenlizenz scheint auch wirklich wichtig zu sein. Aber warte mal, Alchemistenlizenz, das ist doch das, worüber Sir Julio gesprochen hat. Julio wüsste sicherlich nichts davon, aber ich denke, es war ungefähr, als Ramisel in deinem Alter war, Sophie. Sie ist da in eine Stadt aufgebrochen namens Reisendingsbums, um da eine Alchemieprüfung abzulegen. Und sie hat bestanden und das hier zurückgebracht. Es gibt keinen Zweifel daran. Oma ist losgezogen, um die Lizenzprüfung abzulegen. Das habe ich nie gewusst. Unter diesen Umständen möchte ich auf jeden Fall auch die Alchemieprüfung ablegen. Wenn Oma das gemacht hat, werde ich es auch machen. Sophie, denkst du über irgendetwas nach? Oh nein, gar nichts. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg zu mir machen musstest.
Oh, das ist doch kein Problem. Aber ich muss jetzt auch los. Ja, wir sehen uns. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde nach Reisenberg gehen. Ich werde die Prüfung ablegen. Ich möchte einfach zu Oma aufschließen. In jeder Art und Weise, wie es mir möglich ist. Ich möchte diese Stadt ja nicht verlassen, aber wenn ich sie zu sehr vermisse, kann ich ja jederzeit zurückkommen. Ja, wo das jetzt beschlossen ist, sollte ich Plachter informieren, dass ich auf eine Reise gehe. Machen wir. Und Plachter wird uns sagen, dass sie mitkommt. Plachter, es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Ach, und das wäre? Ich möchte auf eine Reise gehen, um die offizielle Alchemisten-Lizenzprüfung abzulegen. Meinst du die, die Julio erwähnt hat? Ja, anscheinend hat meine Oma auch diese Prüfung abgelegt. Ah, ich verstehe. Wenn ich mich recht entsinne, hast du ja mit der Alchemie überhaupt nur angefangen wegen deiner Oma. So, dakara, obaachan ni oitsuku tameni, atashi wa shiken o uke ni ikitai no. Ja, und genau deshalb möchte ich auch die Prüfung ablegen, um in ihre Fußstapfen zu treten. Dou kana? Was denkst du darüber? Dou mo nani mo. Anata ga kimeta koto de areba. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Es ist etwas, was du entschieden hast, und da werde ich dir nicht widersprechen. Wenn du es tun möchtest, dann mach es sofort. Du hast meine volle Unterstützung. Oh, danke, Plachter. Außerdem will ich die Reise nicht nur machen wegen der Prüfung. Was ist denn dein anderes Ziel? Naja, ich habe dich doch neulich was gefragt über Materialien, die wir in dieser Region nicht finden. Mit diesen Materialien möchte ich dir gerne einen menschlichen Körper verschaffen, Plachter. Wie meinst du das? Du schmeckst nichts, wenn du etwas isst. Und das hat mich schon immer gestört. Und ich bin sicher, dass du auch andere Sachen anders spürst, als ich es tue. Und das liegt vermutlich daran, weil du den Körper einer Puppe hast. Denn ich konnte dir keinen richtigen menschlichen Körper geben. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig egoistisch, aber ich möchte, dass du die Dinge auf die gleiche Art und Weise siehst, wie ich es tue. Dass du auf dieselbe Art und Weise fühlst. Ich habe
Und deshalb möchte ich dir gerne einen menschlichen Körper geben, Plachter. Ich weiß ja, ich habe schon einmal die Sache aufgegeben, aber... Ich werde also auf eine Reise gehen, um Materialien dafür zu sammeln. Ach, du hast wirklich ein weiches Herz. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Vielen Dank, dass du wirklich so viel Gedanken an mich verschwendest. Das macht mich sehr glücklich. Aber ich würde dich noch gerne eine Sache fragen. Macht es dir was aus, wenn ich dich auf dieser Reise begleite? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es wäre doch einsam, wenn du nicht dabei wärst. Okay, dann gehen wir gemeinsam auf eine Reise. Ich werde dir immer folgen, ganz egal, wo auch immer du hingehst. Zumindest solange ich noch atme und sprechen kann. Ja, ich möchte auch gern für immer mit dir zusammen sein, Plachter. Okay, dann mache ich mal die Vorbereitungen, dass wir aufbrechen können. Ich überlege mir schon mal Sachen, die wir für die Reise brauchen. Okay, es geht tatsächlich immer noch weiter. Ich dachte wirklich, jetzt wäre Schluss. Aber wir müssen uns noch überlegen, was wir noch für die Reise brauchen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis morgen. Tschüss.